Was ist das denn? Oh. So nicht. Okay. Ah! Ah! So auch nicht. Läuft. Rückwärts und bergab, aber läuft. Ich hab doch gedrückt. Hä? Was wollt ihr denn? Also ich kann eigentlich durch das Rote. Oh, Alter. Geil. Was ist hier denn los? Oh, nee, springe ich vorbei. Soll ich denn da hin, wenn ich da bin? Oh. Oh. Sag mal. Oh. Wie soll ich denn da rumkommen? Nee. Warte mal, ich kann hier? Doch, geht. Theoretisch. Nein! Nein! Okay, okay. Nein! Alter. So, jetzt aber. Aber jetzt. So, aufpassen. Ja, da. Oh. Wohin? Da ist nix. Wohin? Da war nix. Da werden wir wieder beim Death Counter. Oh ja. Der wäre tatsächlich nötig. Wenn ich ja mal wüsste, wohin, ne? Da hinten geht's dann. Ach so, warte mal. Wie wechsle ich nochmal die Richtung? Y, okay. Wow, wow. Digga. So. Und das mal nicht knapp eben. Ach, die Dinger fliegen auch da hoch. Okay. Oh. Zählt irgendjemand mit? Also das ist ja...
krass. Ah, das ist so Verarschung, oder? Hey. Ausgetrickst. Oder? Oh, oh. Zu deinem Vorteil. Nein, tun wir nicht. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Junge, Junge, Junge. Okay, weiter, weiter, weiter. Oh, geil, oder? Nein, nein, nein. Sah fast gut aus. Wenn ich mal wüsste, wo ich hin muss, ne? Das kann ja ewig dauern, bis man da den Weg gefunden hat. Ich hatte Hoffnung, dass er einfach wieder zurückgeht. So. Ich bin doch durchgesprungen, ihr habt's gesehen. So. Ich frag mich, wo ich da hin muss, ne? So. Immer wieder zurück. Oh. Ah. Das ist doch scheiße. Ich muss eigentlich da hoch, oder? Nee, muss ich nicht. Hm, wohin? Da nicht. Oben rechts ist doch auch was. Hm. Ja, aber das ist zu hoch. Da komme ich nicht hin. Ah, hier. Ah, oh, zu früh gesprungen. Ich glaube da. Also nach der grünen Laserwand. Ja, da komme ich nicht an die Drähte hoch. Das ist zu weit. Aber ich habe, glaube ich, eine Idee. Ne, wenn ich da wieder zurück rutsche, dann geht das da oben, glaube ich, weiter. Da komme ich eine Ebene höher und kann dann zu den nächsten treten. Würde ich jetzt mal so behaupten. In meinem jugendlichen Leichtsinn. So, pass auf. Oh. Ne, da ist nichts. Da ist nichts. Doof.
Da hinten geht's auch nicht weiter, ne? Ich muss hier hoch. Guck mal, da hoch irgendwie. Aber wie? Alter. Wir können auch einfach wieder rausgehen. Können wir? Ja, können wir. Ich glaube, wir lassen das. Bevor ich mich noch aufrege. Das Echo ist immer noch da. Dinge zerstöre. Und wieder die Hand gebrochen habe. Muss ja nicht sein. Oh. Was haben wir denn da? Funkel, Funkel. Ach, er! Der hat ja auch noch Missionen für uns, nicht ne? Ist hier etwas dunkel zum Angeln? Ein echter Fischer braucht keine ja, Sonne, sehr seltsam, um etwas ne? zu sehen. Ein echter Fischer sieht mit dem Geist. Weil ich kann ja nicht wirklich hochspringen. Komme ich nicht an die Drähte. Stachliger Hakenfisch. Das sind mir die Liebsten. So. Wo war denn diese Höhle, wo ich reingetaucht bin? Wo war das denn? War das nicht hier, weil ich da runtergefallen bin? Ich weiß es nicht. Oh. Okay. Bin ich doch beim ersten Mal auch schon gestorben. Wie war das denn? Klettern? Ah ja. Komm, gib Stoff, Digga. Ach, das Ding. Na, da hätten wir es gar nicht hingebraucht. Obwohl, hatten wir da schon alle Varianten geöffnet? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, hoch müssen wir da, ne? Nicht runter. Wow, 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 wow. So. Ja, genau. Mittlerweile haben wir auch die Möglichkeit, mit BD-1 so ein Zeug zu machen. Vielleicht war hier noch was. Mal der Dualität, genau. Brauchen wir noch eine Kugel? Naja, ne? Wir haben doch alles geöffnet hier. Sehe ich zum ersten Mal. Ja, das war recht am Anfang. Das war ziemlich am Anfang sogar. Komm, pack mal hier rein. Oh. Vorbei. Egal. Da haben wir sie gefunden. Oder Sigi, oder wie der heißt, dieser Kampfstein Galactica Roboter. Der war da drin. Das war ein interessantes Rätsel hier, muss ich zugeben. Weiß nur nicht, hatten wir da schon alle Varianten? Wir hatten ja noch nicht die ganzen Sachen freigeschaltet, die wir jetzt können. Übrigens erinnert mich das Muster an die Box von Hellraiser. Die hat auch solche Dinge.
Ah, nee, das war nur das. Genau. Hier ist unser Saloon. Na komm, dann gucken wir uns mal ein Gerücht an. Ah, hier ist ein Gerücht. Oh, gehen wir da mal rein. Da war ich noch gar nicht drin. Ah, guck mal, ein Echo. Hallo, Echo. Ein schönes Ausrüstungsteil. Sig könnte diese Delle entfernen, wenn du willst. Nein, danke. Sie erinnert mich daran, woher ich sie habe. Und das wäre? Von einem Kopfgeld. Delaware. Er hat den Fehler gemacht, einen Blaster auf mein kleines Mädchen zu richten. Blaster. Willkommen. Domo arigato. Mister Roboto. Werkbank braucht kein Mensch und kein Jedi. Ich spüre eine üble Präsenz. Ja, nein, sei doch nicht so beleidigend. Das kann nicht sein. Hallo, Doma. Willkommen. Sieh dich um. Kurz und du für wirst die besten die Oma. Komponenten und sonstige Waren auf dieser Seite des Outer Rim finden. Das ist eine Garantie von Doma Dendra. Hörst du das, Kumpel? Eine Garantie. Genau. Der Laden basiert auf Vertrauen und Qualität. Und das soll auch so bleiben. Ach, das ist wieder so eine Herausforderung. So, was gibt's bei dir? Was dir gefällt? Oh, cool. Chuck Norris. Ach du Scheiß, Alter. Junge. So was findest du sonst nirgendwo. Oh ja, hier, Tracker. Ja, das muss ich aber auch nicht finden, tatsächlich. Was ist das? Gewürzmann! Ach, ist ein Lied. Ich dachte, wäre ich ein Superheld. Ich bin der Gewürzmann. Du hast diese ein Suppe werde ich dir Auge. Versalzen. Was ist das Schwachsinn? Mysteriöser Code. Dieser Code öffnet die verschlossene Tür in Domas Laden. Das ist sehr clever, das dann zum Kauf anzubieten. Das könnte ich gut gebrauchen. Alle Verkäufe sind endgültig. Ah, Priorit-Klumpen sind das. Die Währung. Ich wusste, das würde dein Interesse erwecken. Vin Diesel. Mysteriösen Code habe ich auch gehofft. Oh ja, ich auch. Ich auch. Ja, bitte sehr. Ich wusste, dass du das nimmst. Das können wir noch drauf anziehen. Na, muss aber nicht. Oh, jetzt werde ich hier zum Irgendeiner dieser miesen Raider hat den Sicherheitsalarm meiner Ladentür ausgelöst. Und jetzt ist sie verriegelt. Vielleicht kann dein kleiner Droide sie mit diesem verschlüsselten Backup-Code wieder öffnen. Schon längst erledigt, meine Digga. Güte, du hast sie hier aufgekriegt. Nimm dir irgendwas, das du gebraucht hast. Oh, eine Atombombe. Von nackter Kanone. Von denen kann man nie genug haben. Ah, die maximalen Streams erhöht. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier für eine Herausforderung haben. Ich kann das schaffen. Weil die ersten zwei waren eigentlich recht leicht. Da ging es nur um Kämpfen. Ah, so wie jetzt. Zersplitterte Geschichte. Besiege die Schrecken von Bogano. Mach ich. Komm her, Digga. Oh, dein Bruder auch? Octo-Brut. So, komm.
Zack. In die Birne drin. So, noch Fragen?